Hallo? Letzte Runde für den heutigen Tag? Bisher einen guten Printday gehabt? Ja, ein bisschen lauter. Es geht um die Roadmap, bevor wir dann zum gemütlichen Teil übergehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich an Dinge anzunähern. Wahrscheinlich ist die Erwartungshaltung von den meisten von Ihnen, dass sie viel über das Was erfahren. Was werden wir neu rausbringen? Welche neuen Funktionalitäten gibt es? Aber das ist für mich nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist für mich das Warum. Warum tun wir etwas? Das ist der Kern unserer Motivation und ich hoffe für Sie in diesem Raum, dass es auch ein Kern Ihrer Motivation ist, dass Sie darüber nachdenken und sich gewiss sind, warum Sie etwas tun. Das Zweite nach dem Warum ist eigentlich das, wie Sie es tun, wie Sie Dinge anpacken. Und erst das Dritte, das, was Sie wahrscheinlich bei diesem Roadmap-Vortrag erwarten, ist, was wir tun. Und ich fange nicht bei dem Was an. Ich fange bei dem Warum an. Warum machen wir das alles? Es ist ganz simpel erklärt. Wir sind der völligen Überzeugung, dass Print eine wesentliche Rolle in einer Multi-Channel-Kommunikation spielt. Es wird sich verändern, das ist offensichtlich. Es wird dynamischer, es wird personalisierter, individualisierter, es wird auch digital, es wird viel stärker in die Online-Touchpoints integriert werden. Aber Publishing, Markenentwicklung, all dieses bleiben elementare Bestandteile in der Customer Journey. Das ist unsere tiefste Überzeugung und deswegen machen wir das. Wie machen wir das? Wir sind Softwareanbieter, wir entwickeln Standardsoftware. Und wir in der Implementierung setzen wir hauptsächlich auf Partner. Aber das Warum ist, weil wir denken, dass Print weiterhin eine wesentliche Rolle spielen wird und auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Kommunikation bleiben wird. Und wir versuchen, das Wie ist auch, wir versuchen Software zu entwickeln, die natürlich auch auf die aktuellen Bedürfnisse passt, aber wir versuchen immer darüber nachzudenken, wie sich die Anforderungen an Print und Publishing verändern und gucken, wie sich der Markt in 5 oder in 10 Jahren aussieht und daraufhin entwickeln wir unsere Software. Das haben wir eigentlich immer gemacht. Wir haben das gemacht, als wir angefangen haben, ganz klein als kleiner Plugin-Entwickler, wo wir gesagt haben, wir machen InDesign, obwohl Quark einen Marktanteil von 95% gehabt hat. Hat uns jeder für verrückt erklärt. Wie kann man Database Publishing Tool machen für ein DDP-Programm, das keinen Marktanteil hat? Da haben wir damals gesagt, naja, das ist schon richtig heute, aber denkt mal in 5 Jahren, glaubt ihr, dass dann Quark noch diesen Marktanteil hat oder wird sich Adobe durchsetzen? Dasselbe haben wir mit dem Whiteboard gemacht. Wir haben vor 3 Jahren mittlerweile mit der Print Suite eine neue Architektur geschaffen mit dem Publishing Hub, um unterschiedliche Datenquellen zu integrieren. Diesen Bedarf gab es vor 3 Jahren nicht. Aber wir haben gesagt, naja, Publishing wird sich auch verändern. Wir müssen viel integrativer werden. Wir glauben, das hat sich erwiesen, schneller als wir gedacht haben, es ist viel besser, eine Integrationslayer zu haben, um unterschiedlichste Content-Systeme gleichzeitig anzubinden. Wir haben gesagt, wir müssen schneller generieren, wir müssen On-Demand generieren. Wir haben deswegen eine Rendering-Technologie entwickelt, die kompatibel zu den InDesign-Templates ist, der PDF-Renderer. Vielleicht waren manche in dem Vortrag von Herrn Seidel, wo Sie das gesehen haben. Das ist auch etwas, wo wir gesagt haben, das brauchen wir heute nicht zwingend, aber wir brauchen es in 4 oder 5 Jahren. Und das alles motiviert uns. Wir denken darüber nach, wie unsere Anforderung in 5 bis 10 Jahren ist und soweit es uns möglich ist, als kleines Unternehmen, das vom Cashflow lebt, Inhaber geführt, als kleines Unternehmen versuchen wir da, diesen Blick nach vorne zu haben und unsere Software darauf auszurichten. Wenn wir über Roadmaps sprechen,
sprechen wir nicht über eine Roadmap. Das ist diese Komplexität. Wir sprechen über drei Roadmaps. Wir haben einerseits die Roadmap hin zu unseren Kunden, also zum Markt. Wir haben die Roadmap zu unseren Partnern. Und wir haben natürlich auch eine Roadmap, die das Unternehmen Werk 2, Print Group betrifft. Alles hängt miteinander zusammen. Und alles muss am Ende auch zusammen funktionieren. Und das eine ist nicht mit dem anderen, ohne das andere zu erklären. Deswegen fange ich erstmal mit dem langweiligsten an. Ich erzähle über uns, nämlich über unsere Roadmap als Firma. Wir haben im Prinzip ein Fundament, wie unser Geschäft, wie wir uns definieren. Das eine ist, dass wir partnerzentriert sind. Für uns sind unsere Partner ein zentraler Bestandteil unseres Erfolgs. Wir versuchen, innovative Software zu machen, zu gucken, wie es in 5 oder in 10 Jahren aussieht. Die PrintSuite ist eine Plattform. Mit der Plattform können Sie Printpublikationen machen. Mit Whiteboard, Verplanungsprozess, digitale Annotierung, alles, was dazu gehört. Sie können aber auch Komponenten der PrintSuite nehmen und sich einfach das rauspicken und das zu integrieren, wie es zum Beispiel ContentSurf macht oder jetzt auch demnächst, was mich sehr freut, Zenshare. Wir nehmen als All-in-One-Anbieter nur einzelne Komponenten aus unserer PrintSuite und bauen das in ihr Gesamtsystem rein. Super, finden wir auch klasse. Was für uns auch ganz wesentlich ist, dass wir versuchen, dass Kunden, auch Partner, kleine Projekte und sehr große Projekte machen können und auch sehr große Projekte klein anfangen können. Das ist ein hoher, hoher Anspruch, technologisch, auch von der Preisliste. Ja, die Preisliste ist zu komplex, ich weiß. Das liegt aber natürlich auch daran, dass sie einzelne Komponenten haben oder die Enterprise-Plattform haben wollen. Das ist auch dieser Skalierung geschuldet, dass sie letztendlich lizenztechnisch mit 7.000, 10.000 oder 12.000 Euro anfangen kann. Und wir haben glücklicherweise auch Kunden, die auch 200.000 oder 250.000 Euro für die Plattform ausgeben an Lizenzen. Diese Variabilität, darauf sind wir stolz, dass es möglich ist. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass unsere Kunden klein anfangen können und skalieren zu können. Und der letzte, das letzte Element unserer Business-Strategie, unserer Firmenstrategie ist, dass wir einen globalen Rollout haben. Wir haben im letzten Jahr, im Oktober, November, Pierre, in Frankreich gegründet. Wir haben Wataru, wir haben in Japan gegründet. Wir haben uns in Amerika neu aufgestellt. Wir haben auch schon mal vorsichtshalber Print UK gegründet. Wir sind auf dem Weg, eine globale Firma zu werden. Das ist als kleines inhabergeführtes Unternehmen, ja gut, jetzt mit 55 Leuten, das aus dem Cashflow lebt, eine große, große Herausforderung und nicht einfach im Tagesgeschäft zu bewältigen. Wir haben uns überlegt, ob wir Venture-Kapitalgeber reinnehmen. Und es waren einstimmige Entscheidungen in unserem Board, dass wir das nicht tun. Wir wollen unabhängig bleiben, wir wollen unsere Agenda, unseres Belief unabhängig von irgendwelchen Investoren durchziehen, auch wenn das an der einen oder anderen Stelle bedeutet, dass wir an der einen oder anderen Aspekt langsamer sind, als wir es gerne hätten. Ja, es kommen deswegen auch manche Features später, manche Unterstützung bei Partnern könnte besser sein. Wir wissen, wir haben eine lange Agenda, aber das ist die Konsequenz, dass wir unabhängig bleiben wollen. Und wir werden uns die Frage immer wieder stellen, aber sicher nicht die nächsten 2 oder 3 Jahre. Was ich auch noch sagen will ist, naja, wir haben angefangen als kleines Unternehmen, Werk 2 mit 3 Personen, Herrn Seidel sehe ich, Frau Sieg, Gabi ist gerade nicht da, und mir.
Das war alles eine sehr kleine Firma. Wir waren relativ lange sehr klein und dann haben uns irgendwann entschieden, auch in den Servermarkt zu gehen und zu wachsen. Ein kleines inhabergeführtes Unternehmen zu einem global tätigen Unternehmen, das managementgetrieben ist und nicht mal inhabergeführt, also von Inhaber getrieben von mir als Person, das ist auch für mich persönlich ein großer Change-Prozess, wie man das so neudeutsch sagt, weil man auch selber Dinge abgeben muss. Und auch wohl wissen, dass man sagt, na, eigentlich, wenn ich das so mache, läuft es besser. Aber dann muss man auch die Freiheit haben, die anderen ihren Weg gehen zu lassen. Und ich nehme mich da aus dem Tagesgeschäft sehr, sehr stark zurück. Manche, die das natürlich von Ihnen oder von euch lieb gewonnen haben, auch mal beim Oberboss anzurufen und dann geht das ein bisschen schneller und er ist dann nicht erreichbar. Das ist einfach unserer Strategie geschuldet, dass wir einfach unseren geschäftlichen Erfolg auf unsere Country Manager übertragen. Das ist für mich auch als Inhaber sehr, sehr wichtig. Und das ist auch eine Agenda, wo es für mich persönlich keinerlei Alternative gibt. Das ist unsere Roadmap als Firma. Ich werde als Firmeninhaber und als CEO der ganzen Gruppe natürlich tätig sein. Mit Frau Dr. Sieger die nächsten 2 Jahre als Product Owner, als Consultant für Leuchtturmprojekte. Und ich werde mich mehr engagieren, unsere Visionen und unsere Strategien in allen Bereichen weiter voranzutreiben. Sprechen wir über die zweite Roadmap, Kunden. Hoffentlich ein bisschen spannender. Da ich nachher mit Zahlen um mich werfe, hier ein Überblick über die zeitliche Dimension der Zahlen. Wir wollen Ende des Jahres, Januar 4.1 releasen. 4.1 ist schon bei manchen Kunden im Einsatz. Wir werden eine Zwischenversion 4.1.5 auf den Markt bringen im Q3 und wir werden 4.2, wo sehr, sehr viel passiert, werden wir Beta Q2 und Release Q3 nächsten Jahr. Jetzt bin ich gerade 2017, ja. Das ist eins rutscht, das haben wir dann im Ende 2017. Was glauben wir, wird sich auf der Kundenseite verändern? Wir haben einerseits mehr Seiten-Output. Da komme ich nachher drauf. Wir haben eine radikale Prozessveränderung vor uns. Wir haben eine geringere Personaldecke. Und wir haben auch einen Know-how-Verlust in den Publishing-Abteilungen. Da komme ich gleich nachher nochmal drauf. Das glauben wir, das wird in der nächsten Zeit passieren. Oder es passiert schon. Manchmal ignoriert man das ja, das ist ja, haben wir heute früh gehört. Aber dieser Prozess ist ongoing, der ist laufend. Vielleicht nicht signifikant, nicht spürbar, aber das ist ein laufender Prozess. Warum mehr Seitenoutput? Da gibt es sehr viele Gründe, dass das Unternehmen in mehr Märkte geht, zielgruppengerecht, individueller. Dann kommen plötzlich Sachen, die man gar nicht drucken will, sondern PDFs erzeugen möchte. Dann möchte man vielleicht HTML5-Varianten machen. Diese Anzahl von Seiten explodiert. Wenn man das auch anschaut, die Zahlen, der Papierverbrauch ist mehr oder weniger konstant. Die Anzahl des Digitaldrucks steigt. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Also wir bedrucken gleich viel Papier in geringeren Auflagen. Das bedeutet, dass es mehr Seitenvarianten gibt. Für uns als Softwarehersteller, das Seiten automatisiert, heißt es, dass es mehr Seitenoutput gibt. Dass man die Seite vielleicht nicht mehr 1 Million Mal druckt, vielleicht nur mal 1000 Mal oder vielleicht irgendwann mal 100 Mal, das steht auf einem anderen Stück Papier. Aber für uns als Softwarehersteller geht der Seitenoutput nach oben. Und keiner unserer Kunden macht von Jahr zu Jahr weniger Seiten. Ich kenne keinen unserer Kunden. Das geht immer schön nach oben, nach oben, nach oben. Bestenfalls mit der bestehenden Personaldecke,
eher mit einer geringeren Personaldecke. Wenn man das gegenrechnet, hat man eine Produktivitätssteigerung, die man erbringen muss von 5-10% jeden Jahres. Und das ist eine echte Hausnummer. 5-10% einmal ist kein Problem. Aber hey, das jedes Jahr zu machen, das ist schon eine exponentielle Steigerung der Produktivität. Das ist eine echte Hausnummer. Das ist auch deutlich höher wie die Produktivität anderer industriellen Fertigungsbereiche wie die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat 2%. Die schafft es overall mehr oder weniger 2% produktiver zu werden. Äußert sich dadurch, dass die Autos noch mehr overengineert sind zum selben Preis. Also mehr Seitenoutput. Wir haben auch einen radikalen Veränderungsprozess. Deswegen habe ich auch heute früh in meiner Keynote über Komplexität gesprochen und über die Notwendigkeit der Datenqualität. Das ist natürlich ein originäres PIM-Thema. Was hat das mit dem Output zu tun? Sehr, sehr viel. Da wir in allen Kanälen publizieren wollen, müssen wir jede redaktionelle Hand, die wir haben, in den medienneutralen Datensatz reinstecken. Wir haben keine andere Alternative. Das Ding ist alternativlos oder Kopf in den Sand stecken. Dieses Silo-Denken zwischen Online und Offline ist ein Erschwernis dazu, das nämlich zu tun, dass nämlich alle Bereiche und alle Leute von jeder Abteilung da auf diesen goldenen Datensatz einarbeiten. Unabhängig davon, ob das im ERP-System ist, im PIM-System, im DAM-System, wo auch immer. Das Unternehmen muss jede redaktionelle Kompetenz in den medienneutralen Datensatz reinstecken, nicht in den Kanal. Und da kann Offline-Abteilung viel bieten. Viel redaktionelle Kompetenz ist im Offline. Nur, wenn wir alle Leute, die wir haben, in den medienneutralen Datensatz reinstecken, dann haben wir auf der Output-Seite niemand mehr. Und deswegen brauchen wir Automatisierung. Wir brauchen Automatisierung. Natürlich ist das der klassische Ansatz, dass man sagt, naja, wir haben einen Return on Investment. Naja, wie viel, eine wunderbare Frage heute, heute Mittag bei dem Hoffmann Best Practice Vortrag war, naja, wie viel hast du eingespart? Wie hoch ist die Produktivitätssteigerung im Print? Die Frage ist völlig berechtigt, aber sie ist eigentlich nicht richtig, weil es gibt keine Alternative für die digitale Kommunikation. Also muss ich das machen und dann muss ich schauen, wie ich mit meinen vorhandenen Ressourcen den Printkanal abdecke. Die Ursache-Wirkung ist völlig anders. Wir automatisieren natürlich auch, um schneller zu sein, Kosten einzusparen, alles klar, unbestritten, aber die Automatisierung schafft den Freiraum, dass wir die redaktionellen Ressourcen haben für den medienneutralen Datensatz. Das ist ein starker Veränderungsprozess auch von der Denke. Wenn wir Leute in den medienneutralen Datensatz reinstellen und wenn sie auch mal ihre Neueinstellungen im Marketing-Kommunikationsbereich angucken. Jetzt geht jemand in Altersteilzeit oder wird pensioniert aus der klassischen Herstellungsabteilung, aus der klassischen Printproduktionsabteilung. Wird der ersetzt? Handaufsatz? Nein. Also die overall, über alles betrachtet, wird die Personaldecke und das Know-how, dieses printspezifische Know-how, diese Druckerschwärze, was noch viele Abteilungen haben, das wird ausgedünnt. Das heißt nicht, dass man keinen Print braucht, aber das Know-how in den Unternehmen, die Publishing betreiben, ob das Industrie ist, Zwischenhandel oder Retail,
Das wird sukzessive geringer, unserer Ansicht nach. Und das ist nicht unsere Ansicht, das ist unsere Beobachtung. Deswegen sind wir der tiefsten Überzeugung, dass wir ein anderes Verständnis von Automatisierung benötigen. Das erste Beispiel habe ich schon gesagt, natürlich geht es um ROI, aber eigentlich machen wir Automatisierung, dass wir die redaktionellen Ressourcen für den medienneutralen Datensatz haben. Deswegen automatisieren wir. Geldeinsparungen nehmen wir mal billigend in Kauf. Das zweite ist, dass wir, das war auch in dem Interview, das mit den 10 Abteilungen, okay, wenn es 10 sind oder wie auch immer, wir müssen, wenn unser Seitenoutput steigt, müssen wir auch Automatisierung im Korrekturprozess haben. Das erste ist natürlich, wir reduzieren die Korrekturschleifen. Klar, hey, wenn ich einmal das im PIM habe, ich habe ein Preview und wenn ich jetzt die Kompetenz auch in das in die Inhouse Publishing oder zur externen Agentur verlage, brauche ich eigentlich keinen Korrekturzyklus. Es gibt schon Kunden, die keinen Korrekturzyklus zwischen Produktmanagement und den Katalogleuten haben. Eigentlich ist einer zu viel. Das ist falsch. Wir brauchen keinen. Aber das reicht, das wird nicht reichen. Wenn wir immer mehr Seiten machen, bei Hoffmann ist es auch ein wunderbares Beispiel. Durch Automatisierung, Server gestützt, schaffen wir alles, dass wir die richtigen Daten aus dem PIM auf die Printseite bekommen. Kein Problem. Klassisches Database Publishing. Nur wenn wir immer mehr Seiten machen, wir haben von 100 Werbungen bei Hoffmann gehört, also das heißt jeden zweiten Tag. Beim Hauptkatalog organisiert man noch, dass der Einkauf die Preise kalkuliert. Da ist der Hauptkatalog so wichtig, das wird der gute Mensch schon nicht vergessen. Außer er hat einen Fehler gemacht. Aber wie ist es bei den Werbungen? Wir brauchen eine völlig andere Art von Prozesssicherheit, dass das System auch sagt, naja, ich habe hier einen Preis im PIM-System, der ist jetzt aus SAP ins PIM-System importiert worden, aber ist der aus Prozesssicht valide? Haben wir dort einen aktuellen Zeitstempel? Ist das valide vom Prozess her? Hat vielleicht der Einkauf vergessen, die Daten aus SAP zu exportieren? Und wenn wir immer mehr Seiten haben und wenn wir immer sagen, wir machen immer mehr aktionsgetriebene Werbung, ist das ja so gesehen überhaupt nicht mehr für einen Einkäufer oder Category Manager zu handeln. Da weiß es ja gar nicht mehr, dass wieder irgendjemand tschakka-tschakka nochmal eine Werbung rauspustet. Das ist ja auch Sinn und Zweck davon. Muss der auch nicht wissen, aber wir brauchen Prozesssicherheit. Wir brauchen eine Automatisierung auf der nächsten Ebene. Sind wir zutiefst überzeugt. Und das ist dann auch Automatisierung. Also gar nicht die Automatisierung, dass der richtige Preis reinkommt, sondern zu automatisieren, dass wir jederzeit die Seite überprüfen können, ist da auch der richtige Preis drin. Zum Thema Seiten-Output in 4.1, das heißt also Ende diesen Jahres, servergestützte Szenarien ohne InDesign-Server mit unserem PDF-Renderer mit Integration Whiteboard, hat Herr Seidel gezeigt. Kern davon ist das W2ML-Format, das ist ein XML-Format, das wir beim Einchecken eines Dokumentes erzeugen. Und dieses W2ML-Format kann dann auch mit Hilfe der Comet-Plugins in InDesign geöffnet werden. Das heißt, man kann einen servergestützten Prozess machen ohne InDesign-Server. Man macht in einer Inhouse-Publishing-Abteilung webbasierend die Seite fertig. Man sieht das zu 95-99% richtig. Vielleicht nicht auch, vielleicht ist, wenn man das dann im InDesign umbricht, anders, aber das ist auch nicht der Anspruch, das 100% gleich zu InDesign zu machen, das ist nicht der Anspruch. Aber man kann das alles ohne InDesign-Server, ohne Adobe-Technologie machen. Und dann sagt man ja, okay, jetzt bringe ich die Seite zum Finishing, dann übertrage ich die W2ML-Datei zu irgendeinem Mediendienstleister. Wir haben zertifizierte Mediendienstleister, dieses sehr erfolgreiche Konzept bereiten wir auch den globalen Rollout vor. Und dass diese W2ML vom Grafiker
im InDesign geöffnet wird und er kann dann dort seine InDesign-Seite noch finishen, falls das notwendig ist. Ja, das ist eine starke Sache. Da haben wir viel, viel Geld und Zeit und Energie investiert. Wir werden noch viel mehr Zeit und Geld investieren für die Weiterentwicklung. Unser Anspruch ist nicht, den InDesign-Server nachzubauen. Unser Anspruch ist, automatisierbare Seiten mit dem PDF-Renderer zu generieren. Wir werden uns nicht in das Spannungsfeld geben. Ich war mal beim Pitch dabei mit dem DAM-Anbieter und war auf dem Kriterienkatalog für das DAM-System etwas. Muss Bildkonvertierung von CMYK zu RGB oder andersrum, weiß ich nicht mehr, genauso tun wie Photoshop? Ich meine, gut, das kann ja gar nicht funktionieren, weil jeder weiß, also die Experten wissen, dass man nicht 1:1 CMYK zu RGB transformieren kann. Da haben wir eine Veränderung. Dass Adobe mit Photoshop halt sich dann auch für einen Weg entschieden hat, die hätten sich auf einen anderen Weg entschieden. Da gibt es kein richtig oder falsch. Aber dann zu sagen, naja, so wie das jetzt Adobe macht, ist der richtige Weg, das ist natürlich nicht leistbar. Und das werden wir auch nicht leisten. Das ist auch nicht unser Leistungsversprechen beim PDF-Renderer. Aber unser Leistungsversprechen ist, Dinge, die man automatisieren kann, also nicht völlige, total kreative Layouts mit dem PDF-Renderer zu erzeugen. Wer total kreative Layouts servergestützt generieren will, kann das weiterhin gerne mit dem InDesign-Server tun. 4.2, spätestens 4.3, Support von Linux. Spätestens in 4.3 wird auch der komplette Publishing-Server, die ganze Infrastruktur auch auf Linux angeboten werden. So, jetzt drücken Sie aufs Knöpfchen. Von den Business-Regeln habe ich einen Screenshot aus dem Hoffmann-Projekt genommen. Sie können Business-Regeln über das Workflow-System antriggern. Sie haben aber auch eine interaktive Möglichkeit im Whiteboard, um sich dann die Ergebnisse sich zu anzeigen zu lassen. Hier alles auf grün. Diese Ergebnisse der Business-Regeln werden auch persistiert, sprich die werden nicht nur interaktiv angezeigt, die werden auch gespeichert und können von anderen Systemen abgefragt werden. Kommen wir zur nächsten Veränderung. Wir nennen es On-Demand Publishing. Die Verzahnung der Touchpoints wird immer wichtiger. Und wir sind zutiefst überzeugt, dass Publishing individualisierter und personalisierter und on-demand stattfinden wird. Ist irgendwie so mit diesen Innovationen, es kommt irgendwie nicht so schnell, wie man eigentlich denkt. Was ich auch persönlich für sehr interessant halte, ist, wenn man sich anguckt, wie die Stückkostenentwicklung im Digitaldruck sich verändert. Naja, ich sag mal, wir sind bei 100 bis 500 mittlerweile. Hey, etwas mit Auflage 100, sehr kostengünstig, so gut ein Stück Kosten zu generieren, das ist schon mal ein echtes Wort. Und hallo, Digitaldruck, digital, digitale Transformation, digitale Technologie, das verändert sich auch weiter. Also es ist genauso wie bei der anderen digitalen Revolution nur eine Frage der Zeit, bis wir 1:1 zu vernünftigen Stückkosten drucken können. Das ist nur eine Frage der Zeit. Noch ein oder zwei Iterationszyklen. Also nächste oder übernächste Drupa. Nur eine Frage der Zeit. Ja, und dann werden die fragen, na jetzt haben wir jetzt können wir 1:1 drucken, jetzt brauchen wir auch irgendwie die Daten. Das wird eine große, große Herausforderung, aber eine Riesenchance für die Multi-Channel-Kommunikation. Deswegen, ist natürlich der PDF-Renderer, dass wir das servergestützt auch ohne InDesign-Server generieren, ist auch aus diesem Szenario für uns von elementarer Bedeutung. Was wir in 4.1 noch machen, ist die Performance-Optimierung von Abfragen. Hoffmann,
die nächste große Herausforderung, dass wir die Abfragen an die Content-Systeme optimieren, um da im Prinzip schneller zu werden. Heute bei einer komplexen Seite 70% Datenabfrage bis 80% Datenabfrage und 20% Rendering-Geschwindigkeit. Also dort, wo wir jetzt als nächstes Geschwindigkeit rausholen, ist natürlich, dass wir an die 80% Datenabfragen rangehen. Wir werden in 4.2 dann auch ein intelligentes Query-Caching einführen. Wir haben da schon eine erste Version in 4.05 drin. Haben wir die ersten Erfahrungen gesammelt. Werden wir optimieren und dann 4.2 in den Standard-Release reinbekommen und auch in 4.2 mehr digitales Publizieren anbieten, was es heute schon geht im Standard. Wie schon gesagt, wenn wir sagen On-Demand, brauchen wir natürlich Serverplattformen, die günstig zu skalieren sind. Deswegen ist auch der Linux-Support Bestandteil unserer Strategie, On-Demand zu generieren, dass wir da auf mehreren Servern beliebig skalieren können mit Linux. Individualisierung. Also wenn das stimmt, dass unsere Stückkosten im Digitaldruck runtergehen, und das stimmt, dann müssen wir uns auch auseinandersetzen, wie wir mit Individualisierung und Personalisierung umgehen. Wir haben hier verschiedene Kontexte. Wir haben heute in 4.05 den Kontext Sprache, Land, Wahl und Sortiment. Es kommen, ist schon heute in 4.1 drin unter der Haube, es kommen drei weitere Kontexte hinzu. Das ist die Publikation als solches, die Zielgruppe und der Markt. Sie können also dann alle Daten über den Publishing Hub nach diesen Kontextkriterien individualisieren. Und das bringt uns dann natürlich zu dem nächsten Punkt, dass wir sagen, im Planner werden wir Regeln hinterlegen, die eine Individualisierungsregeln, dass ich sage, gut, ich fange mit einer deutschen Publikation an, aber ich möchte die jetzt nach folgenden Kontextkriterien individualisieren. Sprache, Land, Zielgruppe, Zielgruppe vielleicht runtergebrochen bis 1:1. Und der Planner, wir sehen es gleich, erste Funktionalitäten in 4.1.5 und in 4.2 werden dann diese ganzen Mechanismus, diese Ableitung dieser Dokumente automatisch erzeugen und handeln und die Unterschiede visualisieren. Damit haben Sie dann in einer konfigurativen Oberfläche die Möglichkeit, Publikationen bis 1:1 personalisieren. Roadmap dazu. Erweiterung der Kontextkriterien ist enthalten. Eine konfigurierbare Derivatsgenerierung ist auch schon in der 4.1.1 Alpha drin. Und Partner können auch schon die Derivatsgenerierung selber implementieren mit Java. Was wir in 4.1.5 reinmachen, ist eine grafische Visualisierung. Also einer Publikation mit ihren 20 Versionen, dass man sieht, welche Seiten von anderen Seiten abhängig sind und wo wieder neu angefangen worden ist. Und wir werden die bereits sehr mächtigen Funktionen, die heute auf Skriptebene verfügbar sind, von unseren Comet-Plugins in den Standard mit diesen Kontextkriterien verheiraten, dass man auch Standard-Personalisierungsfunktionen auf der InDesign-Seite als auch auf dem Comet-PDF-Renderer hat. 4.2 machen wir einen Regeleditor für diese Derivatserzeugung, dass man also über eine grafische Oberfläche diese Abhängigkeiten, zum Beispiel für den Retail-Bereich, dass man mit einer nationalen Publikation anfängt, dann die Regionalisierung macht, also in Regionen das clustert, dann auf einzelne Marktgruppen runtergeht, dass man das konfigurativ lösen kann. Und das, was wir in 4.1.5 so erstmal visualisiert haben, entwickeln wir weiter als Editor. Das ist unsere Roadmap zum Thema Personalisierung und Individualisierung. Es gibt Dinge, auf die wir richtig stolz sind. Wir sind auf unsere Plugins. Das sind die besten Database-Publishing-Tools
auf der Welt. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Unser PDF-Renderer ist super cool. Wir haben völlig geile Technologie. Unser Publishing hat mit der Idee, einen Publikationsmittelwert zu schaffen, um unterschiedliche Content-Systeme anzubieten. Sind wir stolz, klasse Sache. Es gibt ein paar Dinge, wo wir sagen, na ja, das können wir auch besser. Und das, was wir sicherlich besser können, ist auch die neue Oberfläche. Unser Planner und auch Whiteboard, davon nehme ich natürlich der Planner und alle Web-Oberflächen, die bedürfen eines dringenden grafischen Relaunch. Das wissen wir. Habe ich schon erwähnt, dass wir uns entschieden haben, kein Venture-Kapital reinzugehen, dass wir das alles Cashflow-orientiert machen und eins nach dem anderen tun. Deswegen in 4.2. Wir können gerne eine Spendenbox rumgehen lassen. Bitte keine Scheine reinstecken, Stecks brauchen wir. Deswegen haben wir uns entschieden, manche Dinge im Backend in 4.1 sind schon mit dem neuen Framework gemacht, auch wenn es nicht so aussieht. Aber in 4.2 wird es, das ist ein grafischer Mockup, ein neues User Interface geben. Das User Interface funktioniert so, dass man einen Suchbereich hat, das sieht man wahrscheinlich auf dem Beamer nicht. Dann hat man einen mittleren Bereich und dann einen rechten Bereich. Das kann man dann einzeln zu- und aufklappen. So wird es dann aussehen in der Spread-Übersicht des Planners. Hier hat man dann natürlich angebunden an die angebundenen Content-Systeme, die Nodes etc. Dieses Fenster mit ein bisschen anderen Look and Feel haben Sie im Vortrag von Herrn Puffer höchstwahrscheinlich schon live in 4.1 gesehen. Also die neue Listenverplanung funktioniert schon nach der Didaktik, ist auch schon mit dem neuen Framework implementiert. Also es gibt schon in 4.1 schon die ersten Ansätze davon live, aber wir entwickeln das halt sukzessive. Flächendeckend wird das dann in 4.2 umgesetzt sein. Hier dann auch nochmal ein anderer Mockup zum Editieren von Content etc. So wird das in 4.2 aussehen, das HTML5 basierende User Interface. Ganz wichtig, digitale Annotierung mit Notizzetteln wird es auch als Funktion im Planner in 4.1 geben. Heißt, Sie brauchen für einen digitalen Annotierungsprozess kein Flash und Flex mehr, kein Spread Editor. Sie brauchen das Whiteboard Spread Editor nur noch, wenn Sie interaktiv InDesign-Dokumente generieren, aktualisieren, bearbeiten wollen. Aber nicht mehr für die digitale Annotierung. Was wir noch in 4.1 auch noch reinmachen, sind für Partner sehr wichtig, konfigurierbare Wizards. Neue Fenster wie die alternative Listenverplanung, wo man Content selektieren kann, auch Texte erzeugen kann. Mit der neuen Digitalisierungsfunktion, schon mit dem neuen Framework. In 4.2, wie schon gesagt, alle Fenster überarbeitet, Teile der Whiteboard-Funktionalität in den Planner überführt. Wir werden erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten für die Partner machen, Dashboards und Tagging-Mechanismus, um die ganzen Templates, Seitentemplates mit Text zu klassifizieren und über Business-Regeln abrufbar zu machen. In 4.3 wird es Playlists noch geben und auch das partnereigene Fenster entwickeln können. So, ich sprach von drei Roadmaps. Die eigene Firmenroadmap, die der aus Sicht des Kunden und jetzt kommen noch aus Sicht die der Partner. Wir verfolgen eine Multi-Domain-Strategie. Als wir uns entschieden haben, die PrinceSuite 4 zu entwickeln, und als wir uns da auf diesen nächsten Level begeben haben, standen wir vor der Entscheidung, wo wir wachsen können. Und ich weiß nicht, ob das Wort Problem da an der richtigen Stelle ist, wenn man mit 60-70% der Standard-PIM-Anbieter Schnittstellen hat und kooperiert.
mit 3 von 4 von den großen global tätigen PIM-Anbietern mehr oder weniger exklusiv zusammenarbeitet, ist das irgendwie eine tolle Sache, aber das weitere Marktwachstum in diesem Bereich ist begrenzt. Und nach dem Grenznutzen macht es keinen Sinn, wenn Sie 70 oder 80% des Marktes haben, macht es keinen Sinn, besondere Energie auf die restlichen 20 zu verwenden. Das macht ökonomisch, sagt jeder Betriebswirt, keinen Sinn. Deswegen stand für uns immer die Frage, wie können wir wachsen? Die erste Antwort, und die ist ja so offensichtlich, dass wir sagen, okay, das, was wir in Deutschland gemacht haben, das transportieren wir auf die Welt. Das haben wir schon vor Jahren angefangen, da sind wir auf einem sehr, sehr guten, auf einem sehr guten Weg. Wir werden höchstwahrscheinlich dieses Jahr zum ersten Mal mehr Lizenzen außerhalb von unserem Kernbereich Dachmarkt verkaufen, wie im Dachmarkt. Das ist eine wirklich tolle Sache als kleines Unternehmen. Und da sind wir auf einem super Weg. Aber das ist uns nicht genug. Wir haben noch eine zweite Dimension, unseres Wachstums. Und dass wir sagen, PIM wird für komplexes Publishing immer die erste Wahl sein. Unbestritten. Und es gibt extrem viele Use Cases, wo ein PIM-System allen Sinn dieser Welt macht. Und es gibt viele Szenarien, wo die Kunden eigentlich ein PIM-System sich anschaffen sollten, aber es nicht tun. Auch unbestritten. Aber es gibt auch gänzlich andere Domains, wo wir der tiefsten Überzeugung sind, dass die auch Publishing brauchen. Anderes Publishing, einfaches Publishing, On-Demand-Publishing, wo sagen wir, holen uns die Daten aus anderen Datenquellen, aus anderen Domänen. Wir heute früh, eingangs erwähnt, es ist kein Zufall, dass wir Zellum als Sponsor haben. Wir haben zu Zellum durch Laudert einen Connector, wir haben zu Kanto, Cumulus Kanto einen Connector gemacht. Wir werden noch weitere Konnektoren zu anderen DAM-Systemen implementieren, dass wir sagen, hat ein Kunde ein DAM-System. Und da können auch Produktdaten, natürlich nicht im Sinne eines PIM, aber auch Produktdaten verwaltet werden. Hey, mach doch ein einfaches Publishing-Projekt mit dem vorhandenen DAM-Infrastruktur. Also für uns eine neue Domäne, dass wir sagen, nicht nur aus dem PIM publizieren wir, sondern auch aus dem DAM-System. Natürlich nicht so etwas Schwieriges wie ein Hoffmann-Werkzeugkatalog, natürlich nicht. Aber es gibt auch anderes, einfaches Publishing. Hey, wenn wir editorialen Content anschauen, das ist häufig in den Web-CMS-Systemen hinterlegt. Warum verheiraten wir nicht Web-CMS-Systeme mit Masterdaten aus dem ERP-System und machen dort Publishing? Wir wollen den Vertriebsprozess unterstützen, personalisierte, emotionale Vertriebsunterlagen, vielleicht direkt aus dem ERP-System generiert, vielleicht sogar noch im Hintergrund angedockten PIM-System. Kundenindividuelle Content-Systeme. Im Innovationsbereich ist die Firma Dörler, unser Partner Dörler, mit der Firma Habercon nominiert. Die haben ein eigenes PIM-System entwickelt. Und da machen die ein komplexes Katalogsystem darauf, mit einem individuell entwickelten Connector. Wenn wir sagen, dass es personalisiert ist, wollen wir ja auch irgendwann mal personalisiertes Publishing machen. Also ist das Natürliche, wir holen uns die Daten aus dem CRM. Wenn wir an Kampagnen denken, das ist Marketing Resource Management und das neue Akronym, das von Gartner fokussiert wird, ist Multi-Channel Campaign Management, deswegen auch Hybris spielt da ja eine sehr, sehr wesentliche Rolle. Wenn wir aus dem Kampagnen-Marketing, wenn wir aus dem Kampagnen-System denken, wollen wir auch publizieren. Und natürlich aus dem E-Commerce-System. Und das sind alles neue Domains, die Publishing brauchen. Und da sagen wir, hey, deswegen haben wir den Publishing Hub entwickelt. Deswegen haben wir es unseren Partnern ermöglicht, Konnektoren zu entwickeln. Und da gehen wir in völlig neuen Domänen für unsere Partner, für unsere Solution-Partner neue Möglichkeiten, neue Märkte, für unsere Partner, die Software auf unserer Plattform entwickeln, neue Märkte. Und auch, liebe Partner aus dem PIM-Bereich, auch für euch ist das eine tolle Sache. Weil wenn nämlich die neuen Kunden merken,
okay, wir haben tolle Ergebnisse erzielt, aber jetzt brauchen wir doch ein PIM-System. Dann seid ihr schon konnektiert. Und das ist unsere Multi-Domain-Strategie. Und wir arbeiten eine Domäne nach der anderen ab. Derzeit arbeiten wir an der DAM-Domäne. Und an den anderen sind wir in Vorbereitung. Das ist aber unser Masterplan, den wir Jahr für Jahr weiter abarbeiten. Und mit dem Hub können wir dann am Ende alle Systeme integrieren. Das hat aber eine verflixte Auswirkung. Und die muss ich Ihnen leider erklären. Das ist von zentraler Bedeutung für uns. Wir sind kein Content-System. Eine Wachstumsstrategie, die wir zu 100% verneint haben, war natürlich ein Content-System zu entwickeln. Und da haben wir uns entschieden, das nicht zu tun. Unser war ist, wir kümmern uns um das Publishing, wir kümmern uns nicht um Content. Jetzt haben wir die Situation, dass wir so gesehen zwei ganz große Szenarien haben. Das ist das Szenario, dass man sagt, wir haben ein Projekt, die klassischen PIM-Projekte, wie auch immer wir sie nennen mögen. Der Kunde versucht, einen medienneutralen Datensatz zu schaffen, mit dem Ziel, alle Kanäle zu publizieren. Da ist der Ablauf, dass der Kunde ein Master Data Management machen muss. Dann muss er den Content-Kanal neutral erzeugen, den aus dem Master Data Management Prozess adaptieren, anreichern. Und je nachdem kommt er dann in die Phase vom print-spezifischen Content-Erstellung, andere Reihenfolge, vielleicht nochmal ein Print-Textchen, andere Gruppierung, weil wir noch ein paar Produkte zusammenfassen, weil sonst bekommen wir die Dinger nicht auf die Seite, wie es Herr Mayer wunderbar formuliert hat. Print ist die Kunst, Vollständigkeit zu simulieren. Und dann das entsprechend auszugeben, das ist dieser eine Weg. Und da sind ja unsere integrierten Systeme sehr gut. Die Frage ist dann natürlich, dass das Anpassen des Print-Contents können Sie dann in den PIM-Systemen machen oder natürlich in der Print-Suite. So weit, so gut. Das ist unser heutiges klassisches Szenario. Wenn wir aber jetzt sagen, wir machen Publishing aus anderen Domänen, dann sind diese Anbieter ja nicht auf dieses Multi-Channel per Definition, sonst wären sie auf der linken Seite. Ja, ganz auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen, wären die ja in dem Multi-Channel-Single-Source-Bereich tätig. Das heißt, wenn wir jetzt ein ERP-System anbinden, teilweise auch ein DAM-System, wie auch immer, dann gibt es das Master Data Management und per Definition gibt es ja keinen medienneutralen Datensatz, weil man ja auf der bestehenden Infrastruktur aufsetzt. Man hantiert mit den Daten, die da sind. Toll, wenn sie medienneutral sind. Wenn nicht, muss man gucken. Und genau unsere Multi-Domain-Strategie zwingt uns für dieses Multi-Source-Publishing-Szenario, dass wir sagen, dass wir die Konsolidierung der Daten, wenn wir mehrere Datenquellen machen, machen wir auf den Publishing-Hub und falls notwendig, machen wir das Enrichment der Printdaten, ich rede nur von den Printdaten, von keinen anderen Daten, natürlich in unseren Tools. Deswegen von Kai Puffer schon gezeigt, in 4.1 kann man einen Text editieren und neu anlegen über den Hub. Ob der dann im PIM-System oder in der Publishing Hub Datenbank landet, ist völlig egal, unseren Komponenten. Aber somit können Sie auch in diesem Multisource Environment das Content Enrichment in Zukunft über die Print Suite machen. Und nochmal, das machen Sie nur dann, wenn Sie kein PIM-System haben und kein Multi-Channel-System. Wenn Sie ein Multi-Channel-System haben, dann bitte machen Sie es dort. Aber wenn Sie keins haben, dann können Sie es in Zukunft auch bei uns machen. Das ist etwas, was wir tun müssen, dass unsere Multi-Domain-Strategie funktioniert. Dass wir teilweise Content Enrichment
nicht medienneutrale Content zu erzeugen, ist nicht unsere Baustelle. Aber dieser letzte Schritt, dass wir das auch über unsere Tools optional abdecken. Die Partner-Roadmap. Wir arbeiten im Hintergrund sehr hart an Out-of-the-Box-Funktionalität, konfigurierbare Wizards haben Sie gehört. Wir arbeiten an einer Partner-Website mit viel mehr How-Tos. Es wird zu 4.1 einen Marktplatz für Konnektoren geben. Heute schon enthalten, noch nicht dokumentiert, Validierung von Projektkonfigurationen, dass wir also eine eigene Oberfläche haben, um konfigurierte Projekte zu validieren. Und es gibt einen SQL- und XML-Konnektor zusätzlich, dass Sie auch einfach mit einer SQL-Datenbank oder mit XML-Publishing betreiben können. Und das nächste, 4.1.5, ich hoffe, dass wir es noch in 4.1 reinpacken, ist ein API für das Deployment, das ist ein Input, der von OSUTU kam. Wir arbeiten weiter an Out-of-the-Box-Funktionalität, vorkonfigurierbare Workflows. Wir werden natürlich am Know-how-Transfer weiterarbeiten und wir werden endlich unseren Lizenzmanager auf Stand bringen. 4.2 Content Enrichment, warum, habe ich schon erklärt. Wir arbeiten weiter an den Out-of-the-Box-Funktionen. Wir arbeiten weiter an Know-how-Transfer. Das, was Sie heute in den Comet-Projekten im ISUN konfigurieren, werden Sie dann auch über die Web-Oberfläche machen können. Wir werden Funktionalitäten für automatische Tests von Projekten anbieten, eine Support-Konsole und wir werden den Lizenzmanager spätestens dort auf den Markt bringen. So sieht es gerade schon, dass auf der aktuellen Doku-Website ist ein neues How-To. 20 Tipps und Tricks, wie man den Informatiker PIM Connector konfiguriert. API-Release-Planung. Es wird zu 4.1. Liebe Kollegen von Laudert, die ihr da gerade da hinten tuschelt. Ja, wir machen es in 4.1, eine erste Version. Nur für euch und für die anderen Partner. Dass Sie den Planner fernsteuern können über ein API, über Web Services oder intern über Java. Das ist ein super interessanter Use Case, den wir uns erhofft haben. Mist, jetzt müssen wir auch noch die Suppe auslöffeln, die wir uns da eingebrockt haben. Die Idee ist dahinter, dass man den Planner nur als Ablagesystem verwendet, dass man von außen, von einem ERP-System oder vom E-Commerce-System eine komplette Publikation anlegt, generiert, zur Verfügung stellt und nach einer Woche wieder wegwirft. Und man verwendet den Planner, das Frontend gar nicht, man verwendet es nur als Backend-System und deswegen muss, wie es die Kollegen formuliert haben von Lauter, er muss komplett ferngesteuert sein. Nein, er wird noch nicht komplett sein, aber wir werden uns abstimmen, dass die wichtigen Funktionen enthalten sind. Das werden wir weiterentwickeln, genauso wie unser strategisches Austauschformat W2ML. Wir werden weiterhin natürlich an unseren APIs arbeiten. Das glaube ich nochmal als wichtige Information. 4.3 werden wir Linux auf jeden Fall supporten, durchgängig. Ich erwähne das bereits, Export Staging, ein Exportmodul. Wir werden da sicherlich nochmal im Content Enrichment Bereich etliches tun. Wir werden dort eine Publishing Recommendation Engine einbinden, dass wir die Big Data und die Recommendation Engines als Konnektor in den Publishing Prozess integrieren. Bisschen abgefahren, wir haben noch gar keinen Kunden, noch gar keinen Markt, aber manche Dinge machen wir einfach mal so. Das haben wir vor und es wird der Cluster überall unterstützt, dass man auch noch mal horizontal die Server besser skalieren kann. Ja, die Zeit ist glaube ich um. Und ich bin auch am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.